Jetzt können wir auch gleich den entscheidenden Satz formulieren. Den Satz von Euler. Der Satz von Euler besagt: Wenn der GGT zweier Zahlen gleich 1 ist, dann folgt daraus, dass wenn ich a hoch phi von m nehme, ich nehme die Anzahl der zu m teilerfremden Zahlen als Exponenten dieser Potenz, dann ist das kongruent 1 modulo m. Wenn Sie ein Modul haben und eine Zahl, die teilerfremd ist zu diesem m, dann ist a hoch der Anzahl der zu m teilerfremden Zahlen, also a hoch phi von m, kongruent 1 modulo m. Das mag hilfreich sein. Das ist so ein Trick, den man dann in solchen Kontexten anwenden können. Voraussetzung ist, und das machen wir jetzt in dem Beweis, Voraussetzung ist erstmal, es gelte GGT von A und M ist gleich 1. Also A und M sind teilerfremd. So. Phi von M gibt uns die Anzahl der zu M teilerfremden Zahlen an, die jetzt kleiner gleich M sind. Das heißt, wenn ich irgendein Modul habe, dann kann ich die zu m teilerfremden Zahlen, zu m teilerfremd, fremde Zahlen, aus zm, weil wir betrachten nur die Zahlen jetzt modulo m gerechnet, wir rechnen immer modulo m, die kann ich mal bezeichnen als, sagen wir mal, k1, k2 bis km. Ja, machen wir gleich mal hier ein Beispiel nebendran. Nehmen wir mal 8. Also wir haben m gleich 8 als Beispiel. Dann haben wir vorhin gesagt, phi von 8 ist gleich 4. Es gibt also zu 8 4 teilerfremde Zahlen in dem Bereich zwischen 1 und 8. Und das sind die Zahlen, was haben wir da? 1, 3, 5 und 7. So, ne? Entschuldigung, hier muss ich hinschreiben phi von m. Es gibt phi von m dieser Zahlen aus zm. Ich nehme mir gerade die Zahlen raus, die teilerfremd sind zu m. Und das sind phi von m und die bezeichne ich mal als k. Und jetzt mache ich mal das Folgende. Ich multipliziere das Ganze mal mit a. Bilde also a, k1, a, k2 bis a, k, phi von m. Ich multipliziere all diese Zahlen, all diese teilerfremden Zahlen mit dem a, das ja auch teilerfremd ist. Was bedeutet das nun für diese Produkte hier? AK1, AK2, AK3 und so weiter. Die sind auch alle teilerfremd zu m. Ja? Das waren alles teilerfremde Zahlen zu m. Die a ist auch teilerfremd, also sind auch die Produkte teilerfremd. Das heißt, daraus kann ich folgern, GGT von AKI und m ist auch gleich 1. So. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja diese vier Zahlen. Wir nehmen jetzt mal a gleich 3. Ja? Wir nehmen a gleich 3, ist auch teilerfremd zu 8. Und jetzt multipliziere ich all diese Zahlen mit der 3.
Und ich rechne immer modulo 8, ich rechne immer in Z8 in dem Fall, also ich rechne immer in Zm. Also diese teilerfremde Zahl mit 3 multipliziert gibt 3. Diese hier mit 3 multipliziert, 3 mal 3 gibt 9, das ist 1 modulo 8. 5 mal 3 ist 15. 15 modulo 8 ist dasselbe wie minus 1 modulo 8 und minus 1 ist dasselbe wie 7. 7 mal 3 ist 21. 21 ist kongruent 5 modulo 8. Aha. Was fällt auf? Ich habe alle Zahlen aus dem Bereich zwischen 1 und 8 genommen, sind die teilerfremd sind zu 8 und habe alle mit derselben weiteren teilerfremden Zahl multipliziert. Was fällt auf? Hallo? Sie haben doch alle Augen im Kopf, oder? Was fällt auf? Wie nennt man das hier, was da rauskommt? Das ganze Ding da? Ja? Genau. Es kommen wieder nur teilerfremde Zahlen raus, hat man vorhin festgestellt. Also sind alle teilerfremd, aber es kommt noch was raus. Man kann noch was feststellen. Bitte? Ja? Ja? Genau, es entstehen keine neuen Restklassen und es werden auch keine zwei Elemente auf dieselben Restklassen abgebildet. Es ist eine Permutation, kommt da raus. Ich nehme die Elemente, die ich vorher hatte. Ah, ja. Ich habe die Elemente, die ich vorher hatte, alle mit derselben Zahl multipliziert und exakt dieselben Elemente kommen wieder raus, nur halt in unterschiedlichen Reihenfolgen. Ja? Das heißt, wenn ich A an alle Ks ran multipliziere, kommen wieder alle Ks raus, nur in unterschiedlichen Reihenfolgen. Es können nicht zwei gleiche Ki rauskommen. Warum nicht? Kann man sich auch überlegen. Es muss gelten, Ai ist ungleich, A mal Ki ist ungleich A mal Kj. Modulo M. Ich glaube, wir überziehen heute ein paar Minuten. Bleiben Sie trotzdem noch ein Stück ruhig, wir sind gleich soweit, wir sind gleich fertig. A mal Ki ist ungleich A mal Kj. Es kann nicht beides mal dieselbe Zahl rauskommen. Warum? Angenommen, Aki wäre kongruent Aky modulo M. Angenommen, das wäre der Fall. Dann könnte ich hier vorne durch A teilen, denn A und M sind ja teilerfremd, dann darf ich beide Seiten durch dieselbe Zahl dividieren. Und dann würde da stehen, Ki ist kongruent Kj modulo M. Na? A ist teilerfremd zu M, das haben wir vorhin gesagt, darf ich beide Seiten durch A teilen, dann wäre Ki auch kongruent Kj modulo M. Aber die Ks, die sind ja nicht gleich. Ich habe doch explizit alle Ks hier genommen, die teilerfremd sind zu M, kleiner gleich M, und die sind natürlich nicht identisch. Ja? Das heißt, dann müssen auch diese beiden Zahlen unterschiedlich sein, wenn ich sie mit A multipliziere. Also, Aki kann nicht kongruent sein zu Aky. Die Produkte sind auch alle unterschiedlich. Das heißt, diese AKI sind exakt die ursprünglichen KI, nur in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Das ist eine bijektive Abbildung, eine Permutation einer Menge auf sich selbst. Das heißt, ich kann jetzt aber auch das Folgende machen. Ich kann K1 mal K2 mal K3 mal und so weiter mal K Phi von M miteinander multiplizieren. Ich multipliziere einfach mal alle diese teilerfremden Zahlen, alle diese zu M teilerfremden Zahlen miteinander. Das ist ja dann das Gleiche
als würde ich alle AKIs miteinander multiplizieren. Die KIs und die AKIs bilden ja jeweils dieselbe Menge. Auf der einen Seite multipliziere ich 1 mal 3 mal 5 mal 7, auf der anderen im Beispiel multipliziere ich 3 mal 1 mal 7 mal 5. Kommt beides mal dasselbe raus, das heißt, die sind kongruent, modulo m. So. Jetzt kann ich noch das Folgende machen. Ich kann jetzt jede dieser beiden Seiten durch K1 dividieren, durch K2 dividieren, durch K3 dividieren, weil die KI ja alle teilerfremd sind zu M. Ich kann auf beiden Seiten durch K1, durch K2, durch K3 durch und so weiter durch K4 von M teilen. Das heißt, ich kann hier alle KIs rausstreichen. Dann steht hier links 1 und rechts steht A mal A mal A mal A mal A. Wie oft? Phi von M mal. So. Quod erat demonstrandum. Ja? Super, gell? Okay, bis nächste Woche.